Der Fluss Dnipro bei Cherson. Seit der Rückeroberung der südukrainischen Stadt markiert der Fluss die Frontlinie zwischen der ukrainischen Armee und den russischen Invasionstruppen. Das gegenüberliegende Ufer ist in Sichtweite und doch für viele Menschen in Cherson unerreichbar weit weg. Sie fürchten um das Schicksal von Angehörigen, die nur wenige Kilometer entfernt unter der Kontrolle von russischen Besatzungstruppen leben. Mein Bruder, meine Schwester, meine Nichte, Großmutter, wir machen uns Sorgen, denn ihr Dorf ist voller russischer Soldaten. Mehr sollte ich nicht sagen wegen ihrer Sicherheit. Wir sind besorgt. Ich wollte meine Mutter hierher bringen, aber sie muss sich um das Haus und das Vieh kümmern. Alle sind aus ihrem Ort geflohen, deshalb muss sie für alles sorgen. Sie wollte nicht weg. Während die Bewohner von Cherson um Trinkwasser anstehen, greifen ukrainische Truppen weiter die russischen Streitkräfte an, die sich am Ostufer verschanzt haben. Dort lebt die Familie von Tatjana Maljutina. Ja, sie erwarten, dass sie befreit werden. Sie waren sehr glücklich und haben uns angerufen, uns zur Befreiung am 11. November gratuliert. Ich sagte ihnen, sie sollen geduldig sein und dass wir an sie denken. Wir machen uns Sorgen, aber am Ende wird alles gut werden. Allerdings stellt der Dnipro ein kaum überwindbares natürliches Hindernis für die ukrainischen Streitkräfte dar und die Brücken über den Fluss sind zerstört. Eine Rückeroberung des östlichen Dnipro-Ufers dürfte sehr schwierig werden für die ukrainischen Truppen.